Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin. Ihr werdet euch jetzt bestimmt wundern, Moment mal, wir waren doch letztes Mal mitten in der Pampa gewesen und jetzt sind wir wieder zu Hause. Was ist denn da los? Und die Zeit, die haut ja auch nicht hin. Ich hatte wieder so einen Referenzbug gehabt. Das Schlimme daran ist, ich habe den jetzt zurücksetzen können und unsere ganzen Punkte waren schon wieder weg gewesen. Also habe ich nochmal einen älteren Spielstand geladen. Das ist direkt nach der Horde, quasi theoretisch. Und Punkte, alle wieder in Ordnung, aber wir sind eben halt zu Hause. Gut, können wir nichts dran ändern. Ist eben halt so, müssen wir erstmal mit leben. Ne? Ja, so, ich habe, wie gesagt, letztes Mal hatte ich ja gesagt, dass ich ein paar Kisten aufgebaut habe. Ich habe auch noch ein paar produziert. Bisher habe ich runtergeschleppt. Also die Steine und so, ja. Da ist noch viel Luft nach unten. Also ich werde erstmal die Kisten hier entsorgen. Das ist ja traumhaft. Ist da. Jetzt ist aber das Problem, was habe ich gemacht? Ein Paket holen. So, und da bin ich auch wieder, ja, ein bisschen außer Atem. Ein bisschen runtergerannt. Krieg schon hin. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also, und zwar, ich habe ein paar Sachen getan und ich weiß jetzt ja nicht mehr, was. Ja, aber das ist bei gewohnt von mir. Wie ihr sagt, ich bin ja gerade. Ich bin ja gerade erst aus dem Urlaub gekommen und ja, da ist ein bisschen, ich muss jetzt mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß gar nichts, also. Aber das kriegen wir hin. Also, geht man davon aus. Auf jeden Fall werden wir wieder unterwegs sein. So viel steht schon mal fest. Denn wir werden uns nicht von diesem Spiel verarschen lassen. Nee. Das lasse ich mal lieber. Ne? Also wir werden uns jetzt ein bisschen Benzin nehmen. Werden wieder eine Richtung markieren. Wir werden... Ach, dann müssen wir ja auch wieder zu den Händlern die Mission abgeben. Ich habe nämlich nochmal reingeschaut und... also der letzte Stand, ich glaube, wir haben... Wir waren unterwegs, weil wir die Karte aufdecken wollten und ja, Händler waren wir auch, haben eine Quest abgegeben, die ganze Zeit bei uns aktiviert war, aber nicht abgegeben oder so. Ich muss nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß, wir haben Zeug mitgenommen. Wir haben jede Menge Zeug mitgenommen und haben versucht zu verscherben. Genau, so war das. Ungefähr. Mein Schwert, wie ist ich denn? Das ist doch schon viel zu lange her. Das ist eine ganze Woche. Da kannst du mal ein oder zwei Sachen vergessen. Dann ist es eben halt so, ne? Willst du machen? Warum habe ich jetzt ein Buttenfressen mit bei? Jo, das ist eine sehr interessante Frage, auf die ich leider keine Antwort geben kann. Warum sortiere ich das eigentlich hier oben, wenn ich das später eh unten sortiere? Bestellenschreibung ist raus. Sortiererei sucht. Ja. So, warte mal. Wir werden mal kurz diesen jenen. Das hatten wir rausgenommen gehabt. Wir waren mit einem Auto unterwegs. Das weiß ich auch. Wer hätte es gedacht? Ich habe die Cola eingepackt. Aber großartig Zeug ja bitte eigentlich ja nicht für uns, ne? Ich habe keine Ahnung. So, wir werden jetzt erstmal hochgehen, das Auto auspacken. Dann werden wir nochmal runter und noch ein bisschen Material holen und dann so und dann können wir los. Die Alte ist da. Die nervt. Immer noch. Stimmt, das habe ich verdrängt in den ganzen Urlaub. Das war so schön. Keine Schreitusse, nichts. So, jetzt werde Licht. Ja, die Mod ist noch nicht installiert. Wie gesagt, gut, aber das kriegen wir schon hin. Die Alte, das ist genauso wie letztes Mal. Können Sie mal stehen bleiben? Danke. Ich muss mal kurz die Maussensibilität. Warum ist denn die so hoch? Okay. Ich lasse das erstmal so. Auto, da bist du. Da bist du, dann müssen wir dich hier hinstellen und dann... da geht die ganze Schose von vorne los. Naja. Gut, dann können wir aber eh ein Haus auslassen. Da waren wir schon drinne.
Der dürfte jetzt zwar wieder voll sein, aber ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. So. So. Du musst weg, du musst weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Gut, die Kohle, die lasse ich mal bei mir am Mann. Sag mal, was sagt denn unser Jaten? Hallo. Okay. Das wuchselt. Das wuchselt noch so vor sich hin. Okay. Gut, dann können wir ja auch vielleicht eine Quest annehmen, quasi theoretisch. Denn zum nächsten Händler. Shit. Stimmt ja. Wir waren ja auch eigentlich schon unterwegs wegen Munition und da war ja nichts drin. ist das schön. Also. Alles habe ich noch nicht vergessen. Also, es ist dunkel, aber ein bisschen kann ich mich noch daran erinnern. Ein klein bisschen. So, Farbe, glaube ich, wollte er nicht. Ach, shit, ich weiß es nicht mehr. Ich nehme einfach keine Farbe mit. Weil ich glaube, zu wissen, dass er das ja nicht will. Sag ich jetzt einfach mal so. Das lasse ich mal. Das kann mit. Ja, was machen wir überhaupt mit der Farbe? Ich weiß es nicht. Beschwestet doch nicht. Woher soll ich denn das wissen? Naja. Und warum geht denn jetzt gerade wieder so die Performance in den Keller? Wir haben nichts anderes an. Wir haben noch nicht mal nebenbei Musik zu dudeln. Das geht nicht. Warte mal kurz, ich muss gleich nochmal einen Cut setzen. Also machen wir heute zwei Cuts. Also heute ist Cut-Sendung. So, und da bin ich wieder. Musik gelöft, Alter, eh mal mit Profis arbeiten, ich sag's euch. Gut. Wir wollen ja nicht so anfangen wie letztes Mal. So, diesmal Map. Ich glaube, das war die untere, also das weiteste. Anzeigen lassen. Genau. Ich glaube, hier sind wir richtig. Und auf und. Bremsen! Tanken. Habe ich Benzin mit bei? Nö. Habe ich nicht. Das ist schon wieder Vorbereitung. Also, Systemkabin. Das ist grenzenlos, ist das dann. Grenzenlos, sage ich euch. Aber hey. Was soll's? Ich bin voller Elan. Das wird heute eine lange Nacht. Beziehungsweise Tag. Ich habe noch nicht mal die Taschen ausgepackt. Es läuft. Ja, es. Es hat mir gefehlt, es hat mir gefehlt. Da kannst du mal sehen, wie man doch auch so was verpicht ist. Also, wie gesagt, in den Urlaub, ich habe ja überhaupt nichts angefasst, außer mein Handy. In der Hinsicht, danke nochmal für eine bestimmte Person für den Tipp, dass da eine Aufnahme verkackt ist. Ja, lässt sich leider nicht mehr korrigieren, da das Video gelöscht worden ist. Also, in meiner Sammlung. Quasi, ich habe ja sämtliche Videos eigentlich auf der Festplatte gespeichert. Das Dumme ist, natürlich die bearbeitete Version habe ich behalten und die habe ich gelöscht. Jo, ne? Kann man mal machen. Jetzt ist es zu spät. Naja, aber trotzdem nochmal danke für den Tipp, ne? Fand ich echt cool. Ja, zum Glück, ey, ich hatte gerade mal so Empfang mit Handy. Und dann versuch mal, das muss ich ja mal ansprechen. Also YouTube und Handy und so schreiben, das ist ja mal überhaupt nicht. Tu das nicht, tu das überhaupt nicht. Also ich fand das nicht cool. Junge, nee, hab ich lange gebraucht für einen clean Text. Kruzifix. Da frage ich mich, wie die etwas jüngeren Leute unter uns, also die jünger sind als 40, wie die das machen. Ganz einfach mit links. Na toll. Ich kann das nicht. Vor allen Dingen, das Handy wollte Sachen tippen, die ich denn nicht wollte. Trotz wo ich, ja, ich habe so große Finger. Ich war ein wenig problematisch. Moment mal, hier war doch irgendwo Wasser. Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja.
So, jetzt die zweite. Oder auch nicht. Ach, und ich habe schon wieder vergessen. Ich wollte doch die Schippe mitnehmen. Wir wollten doch eigentlich auch in eine Wüste. Wegen Ölstein. Steinöl. Verödet Stein. Wollte ich besorgen. So in der Art. Also, so war die Mission. Und die war ja nicht komplett. Moin, Jens. Schönen Tag zum Spaziergehen. So, links, rechts und dann da durch und... Hey, aber war nicht letztes Mal mehr Tierchen unterwegs? Ich glaube ja. Aber ich merke, also ein Patch war immer noch nicht, die Performance ist immer noch dasselbe. Oh, ist ein Traum. I had a dream. Als ob er damals das Spiel schon gespielt hat. Juhu! So, warte mal, wir werden mal hier lang fahren. Mucki, zur Seite! Scheu, Jung. Tut mir sorry, wollte ich echt jetzt nicht. Nur das Auto lässt sich echt ganz schlecht in der Luft steuern. Moins. Ach, stimmt ja, die Zombies, die rennen jetzt durchgehen. Stimmt, das. Upala, da ist ja noch, ja, habe ich ja nicht dran gedacht, Mensch. Hello, my friend. So, Vollbremsung. Und da. Da ist es schon wieder. Das wie es sieht. Also, das war letztes Mal schon so. Warum ist dieser Bolzen? Ich bin gerade erst angekommen. Der dürfte ja nicht hier sein. Das ist echt ganz, ganz komisch. Das ist eichelartig, ist das da. So, warte mal. Wir müssen da ein Stück frei, weil, wie gesagt, Quest und so. Da ist nämlich noch was im Busch. Schönen guten Tag, Frau mit tiefer Stimme. So. Oh, diesmal gibt es andere Sachen. Diesmal gibt es keine Munition, sondern das gibt Badabum. Okay. Gut. Badabum werden wir nie benutzen. Also das ist, fällt schon mal aus, wegen ist nicht. Schraubenschlüssel haben wir im besseren, aber leider nicht mit bei. Habe ich nicht dran gedacht, ja. Falls uns mal der Sprit aussehen tut. Wisst ihr was, scheiß drauf. Ich werde jetzt den einfach nehmen. Und ich hoffe, dass ich den nicht verkaufe. So, eine neue Quest. 2 Kilometer. Lass knacken, Mädel. So. I'm shopping. So, weg. Wäsch. Wäsch, Alter. Ist gut, dass ich die ganzen Reparaturkits mitgenommen habe. Mensch. Money. Vor allen Dingen, der Jude ist, da sind bestimmt auch viele Sachen mit bei, die ich eigentlich aufheben wollte. Naja. Aber vielleicht, wenn die Ditte jetzt schon geändert haben. Vielleicht haben sie auch das Angebot geändert. Müssen wir mal schauen. Nö, haben sie nicht. Also AK-mäßig. So, Geschossspitzen. Ich leg wirklich vorbei. Naja. Schade. War so schön, wie es ging. So, 44 Patronenhülsen. Ich nimm die. Nicht Patronenhülsen. Das ist ja Munition. Trotzdem nehme ich die. Das ist nämlich schön. Auf jeden Fall. Da war nämlich noch was. So, Ballermann ist ausgepackt. Nachhelan ist auch. Tür ist zu. Ha! Ich wusste es. Hey, Imcheck. Na, wie geht's? Schon lange nicht mehr gesehen. Es ist doch immer wieder schön zurückgekommen.
Sag mal, gibt es eine 7-Days-Sucht oder sowas in der Art? Also, wenn ich mir so die Spielstunden bei mir angucke, bei 7-Days oder so, das ist ja zurzeit eins der Spiele, was ich am meisten spiele, könntet eventuell die nächsten Onkel Doktor eine neue Kategorie geben? Oh, ja. Was war bei Ihnen los? Warum konnten Sie nicht arbeiten? 7 Days, ich hatte 7 Days. Also ganz schlimm. Ganz schlimmer Anfall von 7 Days und ja, war nichts zu machen. Das ist eine geile Ausrede. Die müssen wir mal bei den Chef loben lassen. Ich glaube, er wäre zwar nicht so amused davon und so, aber hey, man kann es ja mal probieren, ne? Nein, tut das nicht. Auf keinen Fall. Gut, das ist weg. Das hoch. Also wir haben jetzt mehr Kohle als letztes Mal zusammen. Okay. Gut, wartet mal. Wir müssen jetzt mal kurz die Map aufrufen. Die müssen wir jetzt quasi deaktivieren. Und die müssen wir aktivieren. Gut. Dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt zum nächsten Händler da auch Sachen verkaufen und inkaufen. Die nächste Quest annehmen und dann werden wir eine da quasi erstmal die Stadt unsicher machen und dann werden wir eben halt richtet euch auf eine lange Zeit ein. Also wir werden jetzt in 2 Tage unterwegs sein. Wenn wir Pech haben und die Horde verpennen, dann ist es im anderen Haus. Kann passieren. Ich hoffe es nicht. Kann in 2 Folgen wieder anders aussehen. Wir kennen es ja von mir. Ich wusste. Kann ich da runter? Das sieht nicht so gut aus. Gut. Eben auf dem Block. Also, wer stellt denn da einen Baum hin? Das ist doch eine Frechheit. Böse, böse Natur. So, kommen wir eigentlich hier hinten rum? Gut, ich nehme mal einfach die Schlucht hier. Ein Schluchtenscheißer. Ich hoffe, dass das da nicht so tief runtergehen tut. Weil das Inventar ist nämlich voll. Slalom, Baby. Slalom. So, jetzt hier und dann da durch. Moins. Rolle, Mops. So. Ach du Kacke, hier oben ist ja zerstört, das Biom. Naja. Wenn wir jetzt irgendwas explodieren sollte, könnte es sein, dass wir schneller da sind, als uns lieb ist. Juhu! So. Okay. Also das Bild, ich weiß nicht. Also das ist aber generell, auch wenn du YouTube-Performance hast, wenn du einen Berg runterfahren tust oder generell, wenn du fahren tust, also flackert das Bild ganz schön. Also Performance sieht da anders aus. Nun gut. So ist es nun halt mal, ne? Kannst du nicht machen. Oh, jetzt. Junge, das hätte aber ins Ohr gehen können. Den habe ich gar nie gesehen. Also hätten wir den beinahe umgekachelt. Oh, Tasche. Sag mal. Die haben wieder letztes Mal auch schon. Und auch letztes Mal war da eine Strinne. Komischerweise, sowas speichert er ab. So ein Kack. Das ist so. Mobben ist das da. Ist mindestens mobbidig. Junge, der war so ja für dich schlecht, Kabin. Also, der war ja. Ah, guck mal da, der See. Also, wir waren genau hier, waren wir. Hallo, Kumpel. Bist ein Pumpel. Den kenne ich. Der war letztes Mal auch hier. Und da ist seine Atze. Peng. Peng. Der hat's überlebt. Ich. Und damit kann ich nicht leben.
So, so, so. Wir müssten doch schon fast da sein, ne? Oh, schön. Anime. Also im Spiel. Bei mir zu Hause nicht. Warum ist es hier immer noch so warm? Slalom, Junge. So, da ist das Haus und da ist der Händler. Das ist schon mal gut. Das Dumme ist, Villa, wir sind schon wieder so spät. Wir sind schon wieder so spät unterwegs. Und natürlich müssen wir schon wieder übernachten irgendwo. In ein Haus, was wir nicht kennen. Naja. Denn ist es eben halt so, ne? What are you looking at? Hallöchen, Freundchen. Schon lange nicht mehr gesehen, ne? Und trotzdem habe ich eben noch den Drang im Finger. Also geh mir jetzt nicht auf den Sack. So, schwarze Pöfer. 70 Stück. Das nehmen wir mit. Hochkleenvieh macht Dreck. So. Munition ist da, ja, nicht. Okay. So, was haben wir hier? Hier ist... Wir haben doch eben drin geguckt. Warum stand da keine Munition? Also, hallo, wir waren gerade hier drinne. Ist komisch. Ist das, also, manchmal denke ich auch, das Spiel will ihn verarschen. Die Batterie kostet 5000. Ja, für das bisschen Blei, lass mal stecken. Nee, lass mal gut sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch irgendwie Tiere erwischen werden. Also werden wir auch diese Klebestreifen nicht kaufen. Warum sollten wir auch? Geschossspitzen. Schon als Erinnerung werde ich die jetzt kaufen. Wir bräuchten sie nicht, aber ich tat es. Moment mal. Ja, ja. Oh, Alter. Junge. Krisch dich mal wieder hin. Sag mal, was passiert denn eigentlich, wenn ich mit meinem Finger so ausrutsche? Okay, Entschuldigung. Musste sein. Kann nie sein, Alter. Küsst der seine Mama mit diesem Hund? Das ist doch... Ich glaub mal nicht. Ich glaub, die hat Selbstmord begangen. So, da ist eine drinne. Okay, okay. Ich würde mal sagen, wir wären jetzt zum Düssenhaus fahren, werden das clearen und dann werden wir ein kleines Päuschen machen. So ungefähr. Naja. Das passt schon. So, aber erstmal müssen wir da alle Leute rauskriegen und ich hoffe, dass Uschi nicht über... Ach, was soll's. Ist doch immer ein oder dasselbe. Mach doch, was du willst. Hallo? Oh, oh. Warum? Ich hab doch geschossen. Ich hab doch. So, wir müssen auf jeden Fall denn da alles wegkloppen. Oh, oh. Ui. Tiffy, oh, vom Bühnefeld. Ich hab doch... Hallo! Was stimmt mit Dini? Und ich will jetzt nicht nochmal sterben. Das hatten wir schon durch. Oh. Gut. Hat ich den Schwierigkeitsgrad nochmal geändert? Ich glaube nicht. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das könnte eventuell... Ach du Kacke. Gut, Tablette. Tablette ist immer gut. Fängt schon mal gut an. Also, fast gestorben. Kann man mal machen. Entschuldigung.
ist aber nicht die Ware. Hallo. Alter, Kruzifix, wo schieße ich denn heute hin? Oh, wo kommt der denn her? Fauzi, was machst du denn hier? Gut, gut. So nicht. Oh, oh. Die sind ja alle so schnell. Und warum habe ich keine Munition? Alter, das ist doch eine Verarsche heute, oder was? Kruzifix, was ist denn heute hier los? Also, ich hab da heute ja nichts angestellt. Also ich war ganz artig, ich hab nichts gemacht oder sonst irgendwas. Ich war bei jedem nett unterwegs und ich hab jeden Hallo gesagt. Gut, du bist Töter. Du bist ein Mütter, denn du bist Töter. So. Wir werden noch mal schnell die Taschen looten und all sowas und dann werde ich Elfa Pissimo nach oben machen. Und dann werden wir das wegkloppen und dann ist das schön. Alter, was ist denn heute hier los? Ey, das ist ein geiler Start. Also, ich mag das. Wenn das ein bisschen ruppiger wird, aber man darf es auch nicht übertreiben, Freundchen. So, ich hoffe, dass da Wasser drin ist. Stimmt, wir haben das letzte Mal zerschossen. Haha. Hey, Stoff. Ich glaube, wir sollten uns den Stoff mal gönnen. Nein, nicht den. Weil die könnte bandagemäßig ein bisschen eng werden, weil wir haben bloß noch 4 Stück. Und wenn das so weitergehen tut, na, Brustmahlzeit. So, da ist nichts. Nichts. Einen Thunfisch. Okay, in Wasser haben wir. Das hilft uns über Wasser. Ja, okay. Nicht der Beste. Okay, okay, okay. Wir müssen erstmal hier hin und dann. Sag mal, kann ich den wegkloppen? Ohne dass das Ding einstürzen tut? Anscheinend schon. So, und dann den weg. Das müsste noch reichen. Hier müsste noch reichen, das sicher sein. Und warum liegt da drüben Munition? Ich habe das noch nicht eingesammelt. Das ist sauer. Schiebung. Ist denn das? Wie soll ich denn da rüberkommen? Hab ich denn Holz mit bei? Ja, 6 Stück. Kommen wir richtig weit mit. Alter, wie soll ich denn da rüberkommen? Kann ich hier irgendwie eine Furche schlagen und dann... Klar. Das geht. Okay. Gut, ist ein anderer Umweg. Dann sind wir doch richtig safe, ne? So, immer hier rum und dann sicher und dann sieht uns auch keiner. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wir haben unsere erste Folge nach dem Urlaub gut überstanden und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Besser than day to day mit mir den Karin. Also, bis dann. Bye, bye.